Erstmal, wie ist das für dich, U-Bahn zu fahren in Berlin? Fährst du überhaupt U-Bahn? Ich fahre U-Bahn, ich bin auch U-Bahn hergefahren. Ja, so. Deswegen frage ich. Nee, ich fahre U-Bahn, aber ich fahre zum Beispiel meistens ab 10 Uhr abends fahre ich nicht mehr, also meistens nicht mehr alleine. Ich hatte auch schon komische Situationen in der U-Bahn. Was? Das sind so 15-, 14-Jährige, die zum Beispiel im Club nicht reingelassen werden und dann laufen sie dir entgegen und dann sind sie halt scheiß gelaunt und dann geben sie einfach eine Nackenschelle, so aus dem Nichts. Was passiert dir? Einfach so? Ja, wir laufen vorbei und ich gehe weiter und dann auf einmal kriege ich eine Nackenschelle und so. Und in der U-Bahn wollte mir mal einer irgendwie einen Headnight geben. Weil da waren irgendwie Jugendliche, die haben irgendwie Stress gehabt und dann bin ich vorbeigelaufen und dann saß da eine andere kleine Gruppe zusammen und dann meinte die eine so, kann ich ein Bild machen? Und ich so, ja klar, ihr könnt ein Bild machen. Ihr habt anscheinend seid viel mehr respektvoll wie die andere Gruppe da drüben. Und dann steht da eine Typ auf, irgendwie so groß, meinte, wer sagt denn, dass wir überhaupt nett sind? Ich so, ja, ich sag das. Ich so, bist du ein Arschloch oder was? Er so, kommt näher und will dann so machen und ich gehe halt zurück und meine so, willst du mich jetzt abknuschen? Du kennst mich doch gar nicht. Das ist schon ganz gut, wenn man so groß ist wie du, oder? Ja, das ist schon von Vorteil. Ja. Ja. Was will der Mann da in meiner Brust? Ja, ja, ich ein bisschen Milch geben. So, ein bisschen Mutterinstinkt hatte der wahrscheinlich, aber... Und da war ich aber auch nicht allein und dann geht mein Kumpel dazwischen, weil ich fange keine Schlägereien an, mache ich nie, ich bin nie auf Stress aus oder so. Und deswegen habe ich dann mir einfach so grob Regeln gestellt, so alleine U-Bahn fahren und wenn dann direkte Wege so umsteigen oder so. Nicht cool am Bahnhof. Nee, finde ich, du weißt nie, was passiert, um ehrlich zu sein. Und wenn du da mit 3 Leuten bist oder zu zweit wenigstens, dann ist es immer noch besser wie alleine, finde ich. Und sonst fährt man ja mal Taxi, das ist ja auch okay. Ich muss noch mal über die Schattenseiten reden von Öffentlichkeit. Ja. Irgendwann merkt man, wie das bei ganz vielen Leuten so ist. Vielleicht zum Beispiel, dass die Ehe der Eltern nicht mehr wuppt oder sowas. Aber ihr hattet nie die Chance, das auch als Kinder wie normale Menschen zu erleben, sondern es wurde mega breit getreten. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um, dass Klassenkameraden mehr über sein Zuhause wissen? Wie man selbst wahrscheinlich. Ja, manchmal hat man wahrscheinlich den Eindruck. Also ich stelle mir das so vor, weil natürlich die Presse auch in dem Moment, und ich weiß es ja, weil das hier ja auch irgendwie an ein journalistisches Unternehmen mit angegliedert ist, dass da, wenn keine Nachricht da ist, manchmal auch einfach irgendwas als Sensation einfach gesucht wird. Ja, wo man ja, einfach das, diese das, Nummer das, muss ja, ausgelöscht werden. Ja, und das fand ich aber immer schon beschissen. Das fand ich schon das immer. Tut weh, oder? Ja, was heißt tut weh? Also irgendwann hast du ein Fell und dann ist es dir auch wurscht. Also ich meine, es sind so blöde Kleinigkeiten wie zum Beispiel, da gab, okay, das ist jetzt eine lustige Geschichte, ich habe einen Koffer bekommen von meinem Vater und ich konnte den erst einmal benutzen und dann konnte ich ihn aber nicht mehr zumachen, weil er gleich kaputt war. Stand ich am Flughafen und habe versucht, diesen scheiß Koffer, und ich war so angepisst, diesen Koffer zuzubekommen, weil ich muss nach Amerika fliegen und musste den dazu tapen irgendwie. Den ganzen Scheiß. Und ich wurde davon fotografiert und dann stand es dann online so, mega breit am Flughafen, kriegt seinen eigenen Koffer nicht zu. Und ich so, wie bitte? Ey. Also und so. Und, aber das ist mir dann, ich so, ach, was willst du machen? Kannst du nicht, das steht dann online und so. Mir ist es dann relativ. Na, ich habe auch immer so das Gefühl, weil irgendwie auf der einen Seite ist das natürlich eine Diskrepanz, wenn man sagt, ich bringe meine Kinder in die Öffentlichkeit, und das haben deine Eltern ja irgendwie gemacht. Aber trotzdem eben dieses Familiending aufrechtzuerhalten. Ja, weil es war immer unsere eigene Entscheidung. Also unsere Eltern haben nicht gesagt, ey, ihr sollt jetzt einen Film machen oder so, sondern wir sind erstmal am Set aufgewachsen. So. Und was der Papa macht, ist immer cool, wenn er vor der Kamera steht. Und irgendwann, wenn du 5 Jahre alt bist, sagst du, dürfen wir auch mal durchs Bild laufen oder so. Und dann sagt Papa so, ja, okay, pass auf, ich habe euch jetzt organisiert, ihr dürft jetzt in der nächsten Szene, dürft ihr jetzt Essen klauen. Und wenn du da 5, 6 Jahre alt bist, denkst du, geil, wir dürfen durchs Bild laufen und Essen klauen und so. Weißt du noch, was das war? Ja, ja, das war Gang, hieß die Serie von meinem Vater. Das haben wir mit Moritz Bleibtreu gedreht in New Orleans damals. Und da haben wir ein halbes Jahr in New Orleans gewohnt und ja, da durften wir halt diese Szene drehen. Und erste Klappe war dann, wir laufen durchs Bild. Clownes Essen, müssen eine Treppe hochlaufen, ich flieg dermaßen auf die Fresse, hau mir mein Gesicht auf. Und das war dann so meine erste Klappe in meinem Leben dann.
So. Aber trotzdem war es dann so, ich will, das macht Spaß. Also wenn Papa sagt, wir dürfen mit zum Set und es gibt eine Möglichkeit, durchs Bild zu laufen, dann machen wir das. Und dann irgendwann war es halt so, du siehst halt dann Emi, die Detektive, fliegendes Klassenzimmer und die ganzen Sachen. Und ich habe dann auch schon mit 12 so Leon der Profi gesehen und fand ich immer, und Taxi Driver und fand ich immer so geil, die jungen, coolen Kids, die in so geilen Filmen mitspielen, ich will das unbedingt auch machen. So Natalie was ich damals halt, ja, was ich halt damals nicht wusste, dass Deutschland halt solche Filme gar nicht dreht. Ja. Leider. Und aber dann fliegendes Klassenzimmer und so. Und dann habe ich gesagt, dürfen wir zum Casting gehen? Und dann haben die gesagt, ja, könnt ihr mal probieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vater so gedacht hat, so, schaffen sie eh noch nicht, das hoffentlich nicht, so, die sind noch viel zu jung. Lustigerweise haben wir es dann auch ein paar Mal nicht geschafft beim Casting, dann haben wir es aber geschafft. Bei Wilden Kerle. Genau. Das war so der Durchbruch. Und immer du mit deinem Bruder zusammen? Nee, einmal war ich dann fliegendes Klassenzimmer, haben sie ja dann neu verfilmt, da kam ich dann weiter, Jimmy ist dann raus und dann bin ich aber dann rausgeflogen, dann kam er woanders weiter und bei den Wilden Kerlen hat es gepasst, weil die Wilden Kerle kamen aus Grünwald, wo wir aufgewachsen sind. Und der Trainer von dieser Fußballmannschaft ist der Regisseur gewesen. Das ist doch der Vater, oder? Genau, so von einem, ja. Genau, von den zwei Brüdern, die Jimmy und ich ja verkörpern in dem Film. Und somit war das dann relativ, natürlich haben sie dann die zwei Brüder dann zusammengeschoben und so. Und dann kam noch der Name dazu und dann war eigentlich schon das Paket fertig, so geschnürt. Bevor wir darüber weiter reden, ich muss darauf so insistieren, es tut mir leid. Weil ich mich immer frage, wie sich das anfühlt, wenn die Boulevardpresse irgendwie das Liebesleben meiner Mutter auseinandernimmt. Kriegt man eigentlich einen derben Hass? Das ist mir egal. Was du lernen musst, ist einfach, dass du diesen Tunnelblick dann für dich behältst. Und wie macht man das? Jeder Spast weiß irgendwie, was der Sache ist. Selbst wenn die Leute nicht mit dir darüber reden, weißt du, die haben es gelesen und tun so, als ob und so dieses... Das passiert mir erstaunlicherweise gar nicht so. Also wenn ich Leute treffe, sind es meistens meine Freunde, meistens sind es dann in Bars oder sowas, wo ich dann sowieso in meiner Gruppe bin und dann wo ich dann solchen Menschen gar nicht in die Quere komme, die dann so Sachen lesen. Mhm. Die sind auch ganz anderes Alter, die so Sachen lesen, mit denen ich dann meistens überhaupt gar nichts zu tun habe, so zum Glück. Aber so Geschichten, ich meine, wenn meine Eltern sich getrennt haben oder sowas, das ist einfach nur wichtig, dass du selbst weißt, Hauptsache deine Eltern für sich selbst werden irgendwann glücklich, auch wenn sie geschieden sind. Und was sie selbst daraus machen oder wie sie damit umgehen, wir sind erwachsen genug und wissen selber, was richtig oder falsch ist. Solange wir nicht damit in die Quere kommen, also ob meine Mutter jetzt einen neuen Freund hat oder nicht und so, damit habe ich ja überhaupt nichts zu tun. Mir ist nur wichtig, dass der Typ korrekt ist und auch sich beim Tisch benehmen kann. Bei Markus Lanz würde jetzt geklatscht werden, ne? Ist das richtig? Also, ja. Das weiß ich, weil ich für den Applaus da verantwortlich bin. Meistens passiert es dann, wenn sowas passiert, dann liegt es daran, dass die Kinder das für normal denken. Dass es normal ist, dass so ein Typ ankommt und mit dir Lego spielen will.